Hier. Ha, wer ist da? Wer ist da? Einfach der, Frage, der deine Mutter. Ah, du. Der deine Mutter gefickt hat, du Hundensohn. Ah, die Intelligenzbestie ist wieder da. Wie geht's dir? Mir geht es gut. Das ist schade, schade. Ja, mir geht's wunderbar. Dir geht's wunderbar, ja? Immer. Immer wunderbar. Na, bei dir ist das ja auch kein Wunder. Man sagt ja, schlechten Menschen geht's gut, richtig? Nee, also an schlechten Menschen geht's nicht gut. Also ich bin kein schlechter Mensch. Na, offensichtlich, wenn du bei so einer Firma arbeitest. Bei was für eine Firma arbeite ich? Weiß nicht, irgend so Mafia-Scheißdreck. Mafia-Scheißdreck, okay. Also dann pass auf, mit der Mafia zu reden, du Hund. Nee, ich hab keine Angst vor so Viechern wie euch. Also ich fress dich zum Frühstück, drei von deiner Sorte. Du. Klar. Come on. Wohin? Sag mir, wo kommen. Wohin? Come on, du Scheißpenner. Wohin? Wohin soll ich kommen? Wohin sollst du kommen? Ja, sag mir, wohin kommen? Wo komm nach Neapel. Nach Neapel? Was will ich da? Ja, also komm mal. Bist du in Neapel oder was? Ja, bin ich da. Blöd, du bist eine Schande für jeden richtigen Italiener, blöd. Komm nach Neapel. Ob ich nach Neapel will, Alter. Tut immer so, als ob ihr Deutsche seid, hockt in Italien, ihr kleinen Penisse. Also, ich bin überall. Ja, da, wo deine Mutter ist. Bist gedanklich, bist du überall. Bei deinem verwirrten Kopf wundert mich das nicht. Also, da, wo deine Mutter ist, da bla, bin ich immer. Bla, bla. Fällt dir nichts Besseres ein? Aber klar, deine so, Frau auch. Wenn man so blöd ist Frau wie du, da, kann einem nichts Frau einfallen. Ist, du Hurensohn. Bla, bla, bla. Du bist ein Lutscher. Ja, möchtest du einen Lutscher? Vielleicht hilft dir das bei deinen psychischen Problemen. Ich hätte Erdbeer- und Zitronengeschmack für dich. Möchtest du vielleicht beide? So wie kleines Kind brauchst du ein bisschen Trost zwischendurch bei deinem traurigen Leben. Nee, ich habe kein trauriges Leben. Na doch, sonst würdest du nicht so einen armen Job machen. Armen Job, okay. Also, ich verdiene davon also genug, dass ich also dich so vielleicht mit Geld schlagen kann, ja? Ja, schlag mich mit Geld, ist in Ordnung. Machst du jetzt gerade auch. Weißt du, ich habe mir so 0190-Nummer besorgt. Jede Minute, wo wir sprechen, kostet 3,63 Euro für dich. Also können wir gerne noch weiterreden. Ist bares Geld für mich, das ihr bezahlen müsst bei Telefonrechnung. Telefonrechnung, super. Okay, so. Freut mich, ja, weil du ein Penner bist, natürlich. Also du kannst es nicht selbst bezahlen. Nee, das okay? Bezahlst du. Du hast also ja bei mir angerufen. Soll ich dir noch einen Döner kaufen und ein Ei ran? So gehst du essen und, nee, und trinken oder? Nee, ist nicht so ganz mein Essen. So eine schöne Pizza würde ich nehmen. Pizza, okay, dann komm nach Neapel. Also und ich zahle dir eine Pizza. Du komm. Hast doch, bei deinem Charakter hast du doch in jedem vernünftigen Laden in Neapel Hausverbot. Was soll ich da hinkommen? Da kann man ja keine Action haben mit dir. Ist so. Ach, du Penner. Ach, du Penner. Du tust komm, mir richtig komm mal bitte, leid, komm. Blöd. Also kannst du bitte nach Neapel kommen? Nein, Blöd, ist Corona, ist Reiseverbot. Weißt du das nicht? Aber wir, woher nee, sollst du auch es ist wissen? Nicht. Also wer will, kann natürlich reisen. Aber es ist größte Schwachsinn jetzt wer zu reisen. Große und wer, oder wer große Eier hat, kann natürlich reisen. Das ist okay? Große, ich würde eher sagen Dummheit, jetzt sich in ein Flugzeug zu setzen und irgendwo hinzufahren. Wenn du jetzt Berlin oder Hamburg, hätte ich gesagt, alles klar, 4-5 Stunden bin ich da, können wir uns boxen, gar kein Thema. Boxen? Du mit mir? Klar, Blech, gar ich fress dich zum Frühstück. Gar keine Chance. Gar ja, keine für dich Chance. Nicht. Nee, also für dich. So kleiner möchte gern Mafiosi, der am Telefon den dicken Cojones raushängen lässt, blöd. Noch keine Haare am Sack, aber ein Kamm in der Tasche, so einer bist du. Du hast doch noch nicht mal Führerschein für Deo-Roller, blöd. Ich hab nicht mal Führerschein, also dann willst du meine Autos sehen. Nee, Führerschein meine, für Deo-Roller, blöd. Für was? Für Deo-Roller, ist der einzige Führerschein, den du kriegen wirst. Das ist Deo-Roller, was ist das? Ja, wahrscheinlich benutzt du das auch nicht, du stinkst, blöd. Wo ist eigentlich... Was soll das sein in deiner scheiß indische Sprache? Ich bin Russe, was, du was? Depp. Du bist Russe? Na klar, Mann. Du bist Russe, komm doch, wo ist bitte, die Kette? Du Russe. Wo ist die Kette? Komm doch. Ich hab dich gefragt, wo die Kette ist, blöd.
komm doch. Auch wieder zu schwer. Du. Ich spreche leider kein Idiotisch, darum weiß ich nicht, in welcher Sprache ich so wirklich, dass du das auch verstehst. Ist schwierig. Du bist Russe, du bist ein scheiß Indianer oder weiß ich nicht. Scheiß Indianer! Ah, du bist so intelligent, Blöd, die ganze Welt erzittert vor deinem Edelmut. Du bist einfach nur ein Penner, ja. Sagt der Leute am Telefon betrügt. Schämst du dich nicht? Was bist du? Also ich kenne sehr viele Italiener und bei denen ist Ehre und Anstand sehr wichtig. Die würden dir alle ins Gesicht kacken. Die mich? Die dich, ja, weil du bist eine Schande für dein Land, Blät. Du bist eine Schande für Italien. Eine Schande, okay, ist so. Hab ich verstanden. Richtige eine Italiener Schande. Arbeiten, sind ehrliche, anständige, liebenswürdige Menschen. Also richtige Italiener sind Mafia, die jeden in Europa ficken, genau wie dir auch. Weißt du, die Mafiosi, von denen man so hört, das sind auch Ehrenleute, die nehmen von den Reichen und geben den Armen, so wie Camorra zum Beispiel auf Sizilien. Aber das, was du machst, du nimmst armen Leuten das Geld weg, um dich selber zu bereichern. Das ist kein Mafia, das ist einfach nur ehrenlos. Verstehst du? Ehrenlos bist du. Warum? Was machst du da? Was machst du in Deutschland, du Hund? Ich klau dir die Zeit, das ist ein sehr wichtiger Beitrag für die Gesellschaft. Geh mal da in dein Land, verpiss dich in dein Land. Ich bin in meinem Land, du Nazi-Blöd. Wo bist du in dein Land, du Hund? Ich bin in meinem Land. Ich bin in meinem Land. Jetzt bist du in deinem Land. Richtig, mein Land ist Deutschland, Blöd. Wie Russland hat Deutschland erobert im Krieg, Blöd. Aber natürlich weißt du das auch nicht, weil bist du nie zur Schule gegangen. Russland ist scheiße. Hör auf mit diesen Nazi-Sprüchen, Blöd, das ist nicht cool. Russland ist scheiße und du bist auch ein Scheiße. Du kannst nicht mal richtig sprechen, sag, du bist ein Scheiße. Schaffst du eigentlich eigenständig zu atmen oder hilft dir da jemand? Also so Herzschrittmacher für deine Lunge? Kannst du dich mal in dein Land verpissen, du Hund? Was machst du in Deutschland? Betrüger verarschen. Nee, also ich bin kein Betrüger, also ich bin nicht verarscht worden. Nee, ich bin nicht. Doch, du bezeichnest dich doch selber als Mafiosi, Blöd. Jeder richtige Mafiosi würde dich schlagen, Blöd. Mit einer harten Baguette-Stange, voll in die Schnauze, Blöd. Nee, die Mafiosen schlagen keine Mafiosen. Die Mafiosen schlagen solche Hunde wie du. Du bist kein Mafiosi, du bist ein ehrenloser Hund, der alten Leuten das Geld wegnimmt. Deutsche Straßenhunde wie du werden von Mafiosen geschlagen. Nee, ich glaube, Mafiosi mögen Straßenhunde lieber als dich, weil Straßenhunde kann man erziehen. Du bist hoffnungsloser Fall für Education, Blöd. Also solche Straßenhunde wie du, also spuckt man ins Gesicht. Weißt du, was das Schöne an Straßenhunden sind? Die sind dankbar für das, was sie haben. Und du bist einer der anderen, das Wenige, was sie haben, wegnimmt, um sich selber zu bereichern. Du bist viel weniger als ein Hund auf der Straße, weil der hat noch seine Ehre und sein Leben. Du hast gar nichts. Also, du bist trotzdem ein Hund von der Straße. Ja, super. Du hast kein Wort verstanden. Du bist so ein Junkie. Geh mal da beim Bahnhof, also spritzen und dann, es ist schon alles erledigt. Schon alles erledigt. Ich dachte, du bist ein Mafiosi, dann hast du doch bestimmt auch mit Cartel del Golfo und so zu tun, oder nicht? Also ich habe mit vielen zu tun. Ja, und reden die auch mit dir oder schlagen die dich nur und spucken dich an? Na, also bitte benutze meine Wörter nicht. Warum nicht? Ich muss doch die Wörter nehmen, die du kennst. Alles andere verstehst du doch nicht in deiner kleinen Welt. Also, ich verstehe viel zu viel, aber ich will nicht so mit solchen scheiße Leute wie du reden, warum, ja? Warum rufst du mich dann an, du Quatschkopf? Also, ich wollte dich nur mal beleidigen. Du kannst mich gar nicht beleidigen. Weil du ein Hundensohn bist. Du bist ein Hundensohn. Leute, okay? Die intellektuell so weit unter dem Erdkern angesiedelt sind, du kannst zu mir sagen, was du willst. Das interessiert mich überhaupt nicht. Leute wie du können mich nicht beleidigen. Okay, also interessiert dich, wenn ich da vorbeikomme und deine Frau ficke? Bla bla bla. Ich habe einen Mann, falls du es noch nicht weißt. Ich bin schwul, Blöd. Ah, du hast einen Mann. Ich habe einen Mann, ja. Du bist schwul? Ja, bin ich. Hast du Problem damit? Ja, okay, habe ich Problem mit dir. Du bist schwul, also du... Also schade für dich, dass du in dieser Welt lebst, du Hund. Du bist richtig zurückgeblieben, mental und geistig, richtig? Bekommst du den Schwanz jeden Tag in deinen Arsch, du Hund?
Was soll man von dir erwarten? Was soll man von dir erwarten, du Beste Penner? Unterhaltung. Super, jetzt sind wir schon bei 10 Minuten. Das heißt, 36 Euro hast du mir schon gegeben durch deinen Anruf. Das ist echt großzügig. Okay, alles gut, alles gut. Also besser gebe ich dir so mit Anrufe als mit Schwänze, genau wie die anderen zu dir geben. Oh, du bist so richtig arme Figur. Also, was bist du? Was bist du? Also, bist du ein Escort oder was bist du? Also, fickst du dich in den Arsch wegen Geld oder was? Nein, weil es Spaß macht. Also, nur für Spaß. Gib mir mal deine E-Mail-Adresse, ich schick dir Bilder. Ah, nee, danke schön. Also, ich hab kein Interesse an solche Schwulenbilder zu haben. Blöd, homophob und Rassist, was bist du eigentlich nicht? Und kriminell bist du auch noch. Also, ich bin... alles, was ich will. Das merke aber, ich. Also wenigstens, also schwul bin ich nicht. Genau wie du, du Hund. Also weißt du, ich hab ein paar Freunde, die aus Afrika kommen, okay? Und die könnten dir so ein Gangbang machen, du Hurensohn. Nein, dann sind deine Freunde ja auch schwul, dann magst du die ja auch nicht mehr. Nee, also, mach keine Sorge für meine Freunde. Also ich kenne ein paar Leute aus Afrika, die können dir ein so Bombe Gangbang geben, du Hund. Ich glaube, die geben dir eher eine Bombe gegen den Schädel, nee, weil du so menschenfeindlich bist. Ich bin nicht so einer. Du bist schwul, ich bin nicht. Ja und, wo ist das Problem? Weißt du gerade die Menschen, die aus Afrika kommen, die wissen, wie es ist, in Armut zu leben, die würden dir wahrscheinlich auf die Schnauze hauen, weil du armen Menschen das Geld wegnimmst. So einer bist du. Nee, also ich mach das überhaupt nicht. Nein, du gibst den Menschen Geld, habe ich recht. Du bist wie Robin Hood. Ja, wie heißt Robin Hood auf Italienisch? Sag mir. Brauchst du das nicht von mir zu hören? Ja, weil du es auch nicht weißt. Du hast keine bist du zur Schule gegangen? Ich sage nichts, also was dir interessiert, okay? Natürlich interessiert mich. Robin Hood war auch schwul. Robin Hood war auch schwul? Ist so. Er hatte einen Katze. Okay, und? Ja, und? Und wo steht das Problem? Okay, der war schwul genau wie du, dann... Steht bei Geschichtsbüchern drinnen. Steht bei Geschichtsbüchern drinnen. Okay, aber dazu müsste man lesen können. Das hat dir wahrscheinlich auch keiner beigebracht. Digga, weißt du was? Also, besser ignorant sterben, okay? Und gar nicht lesen, als schwul sein. Du hast deine Ehre verkauft, du Hund. Du hattest nie Ehre und rufst du mich hier an. Du hast deine Ehre verkauft. Alter, du redest seit 12 Minuten mit einem Schwulen. Du bist jetzt auch schwul, blöd. Wenn du nachher eine Frau siehst, wirst du dich ekeln. Man kann nicht... Das ist jetzt unterbewusste Beeinflussung. Du magst italienische und spanische Boys mit tollen Hintern. Man kann nicht schwul werden, doch. Nur wenn man mit einem Schwul redet. Ich hab dich angesteckt, blöd. Was hast du gemacht? Du hast mich angesteckt. Ich hab dich angesteckt mit schwul, verstehst du? Nee. Doch, du bist jetzt auch schwul. Also gar keine Chance. Jedes Mal, wenn du eine russische Stimme hörst, wirst du an schwule Männer denken. Okay, also es ist mir egal. Also die russischen Männer, die sind alle schwule natürlich. Soll ich dir mal meinen Freund geben? Der will auch mit dir reden. Nee, will ich nicht mehr mit Schwulen reden. Also jetzt. Hallo. Grüße, aber ein schönes Wochenende. Wie redest du denn mit meinem Freund, du kleiner Stricher? Okay, also habt zusammen ein schönes Wochenende. Fickt euch also diese ganze 2 Tage und dann. Anfang der Woche fängt an, wieder auf der Straße zu arbeiten, um Geld zu verdienen. Ja, rufst du dann wieder an, damit wir Geld verdienen? Ihr Hunde, verpisst euch! Du hast hier angerufen! Ihr Penner! Du hast hier angerufen! Verpisst euch, ihr Penner! Verpisst euch, ihr Penner! Darf ich einen Kuss haben von dir? Ich wollte dir einen Dildo, weil mehr kann ich euch nicht geben. Ja, gib mal, wie lang ist der? Wie lang ist der? Wie groß? Wollt ihr das oder nicht? Wie lang ist der? Ah gut, da müsste man Zentimetermaß benutzen können, da hört es bei dir wahrscheinlich auch schon wieder auf. Du kleiner Bock. Nee, also bei euch sollte das passen. Bei mir geht das nicht. Also ich bin kein Schwul wie ihr. Oh, warum nicht? Das macht aber voll Spaß. Voll Spaß. Oh, du Vogel. Oh, guck mal, du redest schon wie einer. Guck mal, wir haben dich angesteckt. Mach mal diese Stimme nicht mehr, du verdammter Hurensohn. Wir haben dich angesteckt. Guck mal, du redest auch schon so wie ich. Nee, also Toll. Ich kann das nicht machen. Ich kann das nicht machen. Das war. Da hab ich dir imitiert. Komm, gib mir mal einen Kuss übers Telefon. Komm schon, ich weiß doch, du willst das. Oh, ihr seid Na, so komm, spaßig. Komm. Ihr seid so spaßig. Ich mag deine Stimme. Die höre ich mir heute Abend an, wenn ich in der Badewanne liege.
Nee, also bitte nicht mit mir solche Doch. Sachen, solche Wörter. Ich höre mir das nachher an, wenn ich in der Badewanne liege und bei jedem deiner tollen Worte, da läuft mir der geile Geifer aus dem Mund. Oh, toll. Das höre ich mir jetzt mein Gott. Weißt du, ich lade Was seid ihr Deutschen so? Ihr so, Deutschen und Russen, alle Schwuchtel und Schlampen, oh mein Gott. Also diese Welt wird kaputt. Also dauert nicht mehr ein Jahr und also wir sind alle verschwunden, nur wegen euch. Ein Telefonbetrüger regt sich über das Verschwinden von Anstand und so weiter. Verpisst euch jetzt, habt ihr ein schönes Wochenende. Wie heißt denn du eigentlich? Ganz hart. Wie heißt denn du eigentlich? Kulo? Alter, was ein Trottel. Unglaublich.